Hallo Spieler, kommt rüber. Willkommen bei Onkel Zocker, wo wir heute weitermachen mit dem Speedrun von Hollow Knight, einem fantastischen Metroidvania. Letztes Mal habe ich mich ja ein bisschen blamiert, indem ich mich im Tower in der City of Tears verlaufen habe. Dieses Mal ist die Chance, dass ich mich noch viel mehr blamiere. Wir steigen direkt ein, weil ich weiß nicht, wie lange dieser Split dauern wird. Theoretisch können wir bis zu Hera the Beast durch Deep Nest vorstoßen. Praktisch wird es aber so aussehen, dass wir mit der Mantis Arena, und ich zeige euch gleich, was das ist, gewaltige Schwierigkeiten kriegen werden. Denn, ich starte schon mal hier, wir haben eine Reihe, nicht nur eins, wir haben eine Reihe von Handicaps bei diesem Speedrun. Das eine ist natürlich, dass das Areal, in das wir jetzt gleich gehen, hier haben wir letztes Mal Monomon the Teacher aufgeweckt, jetzt müssen wir erstmal hier raus. Und das Areal, in das wir jetzt gleich gehen, ist eigentlich ein Areal, das sehr, sehr spät im Spiel erst zugänglich wird. Beziehungsweise zugänglich ist das ja offensichtlich jetzt schon, nach 2,5 Stunden Spielzeit. Aber normalerweise im normalen Playthrough ist man da erst gegen Ende des Spiels drin. Ja, geht schon gut los. Erste unnötige Schaden. Zweite unnötige Schaden. Gucken, wie viel wir noch hinkriegen. Und ich habe keine Seele, um zu heilen. Also wir müssen erstmal hier raus. Es ist allerdings nicht so schlimm, weil da oben noch eine Bank auf uns wartet, die wir mitnehmen. Weil wir sonst immer wieder da bei Monomon the Teacher spawnen. Also es ist, normalerweise ist man hier sehr spät im Spiel und vor allen Dingen hat man eine ganze Reihe von Upgrades mitgenommen. Man hat normalerweise den Mothwing Cloak, mit dem man Double Jumps machen kann. Man hat mehr Masken, man hat eventuell auch schon einen Soul Container. Man hat alle möglichen Vorteile und die haben wir alle nicht. Auch der Nagel übrigens kann nochmal upgradet werden. Wir müssen das jetzt einfach so schaffen. Und das ist nicht ganz leicht. Dazu kommt noch, dass das auch für Profi-Speedrunner der gefährlichste Split ist. Hier übrigens brauchen wir nochmal Ismas Tier. Hier gibt es auch einen Skip. Letztes Mal hatte ich ja schon gesagt, man kann durch die Säure entweder mit Ismas Tier durchschwimmen oder man kann sich hier dranhängen mit dem Crystal Dash. Wir haben keine Zeit. Wir haben es eilig, wir müssen wohin. Man kann sich da mit dem Crystal Dash dranhängen und dann drüber dashen. Und das ist aber wahrscheinlich eine der schwersten Speedrun-Techniken im ganzen Spiel. Das Dranhängen ist schon nicht so leicht. Das Rausspringen, ohne dann zu sterben, ist auch ein Problem. Wir haben Ismas Tier aus genau diesem Grund. So, hier ist die Aufgabe jetzt. Wir sind auf dem Weg in die Mantis Arena und wir müssen unsere Seele voll bekommen, wenn wir da ankommen. Das haben wir jetzt auch, aber hier sind Gegner im Weg, die sehr lästig sind. Weil die nicht nur Pfeile verschießen, sondern wenn die tot sind, auch nochmal Pfeile hier rauskommen aus den Leichen. Hat jetzt aber geklappt. Wir kommen ja wahrscheinlich noch ein paar Mal vorbei. Dann werden wir sehen, wie das aussieht, wenn das nicht klappt. Hier ist jetzt eine von diesen nervigen fliegenden Mantises. Die ignorieren wir aber, denn wir haben ja jetzt auch volle Seelen. Hier ist noch eine, auch die ignorieren wir. Und da sind wir schon in der Mantis Arena. Dieser Raum hier ist ein Miniboss-Raum. Das heißt, der verschließt sich, sobald wir drin sind. Das ist jetzt schon ein sehr, sehr guter Anfang. Oh, das läuft gar nicht schlecht. Von 3 Mantises haben wir jetzt schon 2 besiegt. Und die letzte ist eigentlich alleine. Man, das kann jetzt immer noch schief gehen. Ich will jetzt hier nicht zu früh beschreien. Aber das ist auf jeden Fall... Oh, shit. Ja. Perfekt. Auf den ersten Versuch. Ich bin ein bisschen stolz auf meine Speedrunning-Skills. Ich hatte schon eine ganze Rede vorbereitet, dass Speedrunning natürlich so eine Art Leistungssport ist. Und dass man ja bei vielen von diesen Sachen, auch wenn man Fußballern zuguckt, Leistungssportlern zuguckt, wenn man ein bisschen was davon versteht, das Gefühl kriegen kann, man wüsste jetzt, was gefordert ist und man könnte das auch. Und wenn man es dann aber ausprobiert, stellt man fest, das hakt an so vielen Stellen, so massiv, dass es kein Vergleich ist. Das habe ich jetzt ein bisschen unterlaufen, indem ich das tatsächlich auf Anhieb hier geschafft habe. Ich gehe ja auch mal direkt raus. Weil, wenn ich ehrlich bin, ich habe das gerade 2-mal geprobt. Das ist ja das Problem an der Xbox, ist ja, dass man diese Speedrun-Sachen nicht richtig üben kann. Am PC kann man sich einen Savepoint machen mit Mods für das Spiel und dann immer wieder am Anfang dieser Mantis Arena laden, reingehen, sterben,
wieder laden, wieder reingehen. Während was man an der Xbox machen muss, ist an dieser Bank im Teachers Archive aufwachen, den ganzen Anfahrtsweg machen, auf dem Anfahrtsweg auch erstmal noch den Seelencontainer wieder voll machen. Was zusätzlich erschwert wird, ist, wenn man dadurch, dass wenn man vorher mal gestorben ist, da ja der Shade wartet, das heißt, unser Seelencontainer hat nur 2/3 Kapazität, bis wir den Shade erledigt haben. Wenn wir das erledigt haben, dann ist wieder kein Gegner da, um den Seelencontainer auszufüllen. Das ist unglaublich langwierig. Für ungefähr 5 bis 10 Sekunden, die man tatsächlich übt, diesen Kampf zu machen, braucht man irgendwie 2-3 Minuten Anfahrt, Seele auffüllen. Ich übertreibe wahrscheinlich gerade ein bisschen das Verhältnis. Es fühlt sich an wie 2-3 Minuten und ein paar Sekunden Übung. Ist alles kein Problem, wir sind durch. Ich werde jetzt hier die Aufnahme kurz unterbrechen, weil jetzt muss ich tatsächlich erstmal nachgucken, wo es jetzt weitergeht und wie. Aber ich bin sehr erleichtert, wir sind sehr gut im Zeitplan. Wir können auch mal gucken hier zum Abschluss, bevor wir weiter, ja 5 Minuten hat es das jetzt gekostet. Das ist ungefähr ein Sechstel dessen, was ich befürchtet habe. Wir sehen uns gleich wieder, bis dann. Und da sind wir wieder, hallo zurück. Ich habe mich jetzt kundig gemacht, ich habe auch schon einmal das ein bisschen geübt und durchgespielt. Das ist nicht ganz leicht, aber es müsste eigentlich klappen. Wir müssen jetzt als erstes auf dem Weg nach Deepnest. Wir werden nicht den normalen Eingang nach Deepnest benutzen. Der wird bewacht von den Mantis Lords. Das würde zu viel Zeit kosten. Stattdessen gehen wir hier rum. Wir müssen erst hier diesen Bogen machen. Aha. Zugang zu einem Hintertürchen zu bekommen, mit dem wir nach Deepnest reingelangen. Okay, es läuft jetzt okay, aber könnte besser sein, würde ich sagen. Ah, shit, das war nicht so gut. Ja, das ist das Beste, was man mit dieser Mantis hier machen kann, ist sie in... Also muss man ein bisschen aufpassen, dass die Masken reichen, weil hier gibt es keine Möglichkeit, Seele zu bekommen. Sonst müssen wir das gleich alles normal machen. Aber wir müssen es nicht normal machen. Wir haben es geschafft. Dieser Schalter, den ich jetzt gerade umgelegt habe, jetzt sind wir wieder da zurück, wo ich gerade eingestiegen bin in diese Schleife, hat hier jetzt die Pforte aufgemacht. Jetzt bin ich aber so kaputt, dass ich mich erstmal... heilen gehe. Wir haben ja jetzt sehr viel Zeit, weil das mit den in der Mantis Arena überraschend schnell ging. Und möglicherweise wird auch der Rest gleich ganz gut klappen. Und uns sehr, sehr viel Zeit für den Schlusskampf des ganzen Speedruns verschaffen. Nämlich natürlich den Kampf gegen den Hollow Knight, vor dem ich noch gehörigen Respekt habe. Der Rest, wie gesagt, wir werden sehen, wie es läuft. Aber gerade ging es eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir schon mal die erste Schleife hier erledigt. Damit ist diese Dornen werden mein Untergang sein. Das andere, was ich vorhin noch sagen wollte, wir haben nicht nur als Handicap, oder ich habe nicht nur als Handicap die Tatsache, dass ich sehr schlecht ausgerüstet bin und sehr, sehr wenig Masken habe, sondern zusätzlich auch noch das Problem, dass der Fernseher, an dem ich das hier spiele, und das ist jetzt keine Ausrede, eine extrem hohe Latenzzeit hat. Was bedeutet, dass das Timing von Angriffen und Sprüngen extrem tricky ist. So, hier wollen wir jetzt möglichst schnell durch. So nicht. Weil hier diese Mantises im Weg sind. Im Idealfall. Das sieht gut aus. Mit Alpha wollen wir hier einfach durchrennen, denn die sind natürlich als Einzelgegner alle sehr, sehr nervig. Jetzt haben wir wieder sehr wenig Health, das macht aber gar nichts, weil hier, bevor wir nach Deepnest gehen, kaufen wir uns nochmal vom Gesparten schön eine Bank. Hier übrigens, ich muss mal gelegentlich, es ist ein Speedrun, wir haben nicht viel Zeit, die Umgebung zu bestaunen und so, aber hier nochmal diese wunderhübschen, libellenartigen Viecher, es ist schon... eine reine Freude, dieses Spiel. So, hier, ab nach Deepnest. Wobei, an denen, die ignorieren wir einfach wie so viele Gegner in diesem Run. Hier wird es jetzt sehr dornig.
aber alles machbar. Wir können auch noch mal ein bisschen Seele einsammeln hier. So, wir müssen einfach nur nach unten uns durchwurschteln. Okay. Und geschafft. Damit sind wir jetzt endgültig in Deep Nest. Wir kommen jetzt von oben nach Deep Nest rein. Wenn ihr das Areal schon kennt, wenn ihr das Spiel kennt, das ist quasi der Hintereingang. Hier oben ist der Mapmaker. Den lassen wir jetzt aber auch einen guten Mann sein. Wir wollen ja auch, wie gesagt, spoilern. Und wurscheln uns jetzt einfach so schnell wie möglich hier durch diese Bereiche durch. Wir müssen in erster Linie hier nach unten. Aber damit ist auch dieser Teil geschafft. Aufheilen. Und dann geht es weiter nach unten. Es flutscht alles ganz gut. Hier drüben ist eine kleine Plattform, auf die wir jetzt wollen. Und dann hier rüber. Und dann machen wir einen Crystal Dash. Und dann sind wir durch dieses Areal, das, wenn man das zum ersten Mal erkundet, ein einziger Albtraum ist. Man verläuft sich. Überall sind diese Spinnen und andere Viecher. Aber wir gehen jetzt hier in Sekundenschnelle durch. Hoffentlich haben wir nochmal eine Chance, hier Mist zu bauen. Diese Spinnen an der Wand, die sind noch ein bisschen eine Herausforderung manchmal. Aber auch das haben wir geschafft. Wir haben sogar noch genug Seele, um wieder voll aufzuheilen. Ja, diese Bodenfallen, auch da, wenn man nicht weiß, wo die sind, das... Nein! Ja, und das ist jetzt genau das Problem. Ich weiß jetzt nicht, was wir am besten machen. Wir machen es am besten einfach mit Quit to Menu. Bevor ich mich jetzt hier nochmal verlaufe, machen wir einfach das ganze Segment durch Deepness nochmal. Das Problem war jetzt, dass ich den Crystal Dash zu spät abgebrochen habe, weil mein Fernseher Latenz hat. Ich weiß, ich kann das leider nicht messen. Ich habe die Geräte nicht, die man dazu braucht. Aber das ist... deutlich. Ich habe an anderen Xboxen und anderen Fernseh-Setups, die einen dedizierten Gaming-Mode haben, habe ich das schon verglichen und das ist krass viel. Und dadurch passiert es immer wieder, dass mit dem Timing von Gegnern was schief läuft. Ja. Gut, ist aber nicht so schlimm. Können wir die ganze Sequenz hier einfach nochmal abwickeln. So, ab nach Deep Nest. Wir haben es jetzt schon einmal gesehen, aber es war sowieso. Wenn man weiß, wo es lang geht, ist es nicht weiter schwer. Wenn man einmal falsch abgebogen ist und sich verläuft, ist es ein Albtraum, hier wieder rauszufinden. Auch wenn man sieht das ja, die alles sehr, sehr dunkel ist und sehr, sehr schlecht beleuchtet. Das heißt, sobald man sich mal verlaufen hat, alles sieht gleich aus. Überall sind diese Schatten. Ja, aber das Problem haben wir zum Glück nicht, weil ich das ein paar Mal geübt habe. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich... Also wenn man da runterfällt, am Ende in Deep Nest, man kann sich da wieder hocharbeiten. Aber den Teil habe ich jetzt mir nicht wieder ins Gedächtnis gerufen. Es ist eine Weile her, dass ich hier tatsächlich durchgespielt habe. Und da hätte ich jetzt zu viel Angst gehabt, mich zu verlaufen. Auch hier mit dem Timing ein bisschen das Problem. Weil alles im falschen... das war knapp. Okay, jetzt nicht wieder runterfallen. Gut. Hier ist ohnehin gefährlich genug für runterfallen, weil hier diese winzigen Plattformen sind. Wenn man hier runterfällt, das ist super ärgerlich. Wenn man sehr, sehr weit fällt... und sehr, sehr weit wieder raufklettern muss. Aber wir haben es geschafft. Wir sind im Deep Nest. Wir haben unsere Freunde hier getroffen. Die freundlichen Herrschaften, Insekten mit den roten Anzügen, die uns jetzt hier zu einer Party einladen. Gegen unseren Willen leider. Aber ein bisschen auch mit unserem Willen, weil wir wollen ja gegen unseren Willen zu dieser Party eingeladen werden. Und jetzt kommen wir in den finalen Bereich des eigentlichen Spiels. In das Beast's Den, in dem Bereich, in dem Hera die Schlussgegnerin ist. Und auch das ist nicht schön, wenn man hier zum ersten Mal ist. Aber eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man weiß, was man tut. Jetzt brauche
Und jetzt habe ich die Seele. Da können wir zwar im Prinzip auch von den Devouts, das ist für Leute, die jetzt zum ersten Mal durchspielen. Ich hatte sehr großen Respekt vor den Devouts, wir werden gleich sehen, wovon ich rede. Beim ersten Mal durchspielen hier, aber eigentlich sind die vollkommen harmlos, wenn man weiß, was man tun muss. Hier ist ein Devout. Sobald der aufmacht, hauen wir ihm eine rein. Und dashen weg. Auf, kriegt eine rein, wir dashen weg. Auf, kriegt eine rein, wir dashen weg. Autsch, ja. Das Problem ist, die machen zwei Schaden. Also das darf nicht oft passieren, aber es ist an sich, wenn man diesen Bewegungsablauf korrekt macht, ist es ungefährlich. Wieder auffallen. Das dauert ein bisschen, ein richtiger Speedrunner macht das ganz anders, aber wir sind keine richtigen Speedrunner, wie gerade schon gesagt. Richtiges Speedrunning ist eine Disziplin, für die man endlos üben muss. Das wollen wir nicht. Glaube ich gleich tot. Okay, noch mal einen angesteckt. Noch mal ein, damit nicht ein versehentlicher weiterer Treffer uns umbringt. Aber dann haben wir ihn geschafft. Das ist jetzt leider nicht der einzige auf unserem Weg, aber ihr habt ja gesehen, das ist zu schaffen. Man muss nur. Das war nicht gut. Das ist das Problem hier in Deepness, dass man mit viel Kleinkram Leben verlieren kann, wie diese ganzen Böden, die immer aufkrachen. Wir arbeiten uns jetzt langsam nach oben vor. Hier haben wir nochmal so eine Spinnenproblematik. Mal heilen. Dann würde ich gerade sagen, machen wir es hier auf Nummer sicher, aber das Gegenteil ist der Fall. Wahrscheinlich wieder wegen dem Timing. Eieiei, okay. Ja, vielleicht müssen wir das gleich nochmal machen. Denn das sieht jetzt nicht so gut aus. Wir kriegen auch keine Seele. Gucken wir mal irgendwo. Ja, eins können wir wenigstens gut machen. Okay. Das könnte jetzt trotzdem gut gehen, weil hier kommt jetzt nochmal ein Devout. Und wie gesagt, die Devouts sind ja... Ah, nein! Ja, wie gesagt, diese Environmental Hazards hier sind ein bisschen problematisch. Wenn wir viel Geduld vorgehen, dann kriegen wir das aber vielleicht trotzdem noch hin. Das war nichts. So. Hier hören wir jetzt schon eine von diesen Maden. Das ist in der Speedrunning-Community ein lustiger Running Gag, ob man bei einem Speedrun diese Made rettet oder nicht. Es kostet fast keine Zeit, aber ein bisschen halt schon. Wir retten sie jetzt mal. Wir haben es nicht so furchtbar eilig, deswegen gehen wir auf Nummer sicher. So, das ist der nächste. Gutes Prinzip. Reinhauen, wegdashen. Und reinhauen, wegdashen. Dauert, aber ist eigentlich unfehlbar. Heilen wir nochmal, es ist eigentlich nicht mehr nötig, aber sicher ist sicher. Auf, weit aufmachen. Nochmal aufmachen. Ja, und dann auch zuhauen. Jetzt hat der Patient aufgemacht und der Zahnarzt hat den Bohrer nicht gefunden. So kann es gehen. Und nochmal, komm, einmal noch. Einmal noch. Ist nicht so schlimm. Tut auch nicht weh. Ja, es ist dadurch, dass der Nagel natürlich in einem erbärmlichen Zustand ist, ein bisschen mühsam. Wie gesagt, ein richtiger Speedrunner macht das natürlich mit ganz anderen Taktiken, um hier nicht so viel Zeit zu verschwenden, weil das ist ja eine Katastrophe, was ich hier mache.
Aber für unsere Zwecke tut es das voll und ganz. Aber hier der letzte. Und wenn ich nicht so viele Fehler gemacht hätte, könnten wir jetzt auch Das ist natürlich, wenn man hier nicht so oft... Naja, was man auf keinen Fall... Das war jetzt ein Fehler, was ich hier gemacht habe. Was man auf keinen Fall machen darf bei denen, ist zuerst zuschlagen. Denn sobald man sie auf ihre Maske schlägt, dann kriegen sie keinen Schaden, weil die Maske so wie ein Schild schützt. Und dann gehen sie sofort zum Gegenangriff über. Und dann hat man im schlimmsten Fall sehr viel Schaden bekommen und im besten Fall selber keinen. Und da haben wir ihn geschafft. Und damit sind wir... bei Hera, die dritte der Träumerinnen. Wir sind tatsächlich am Ende dieses Speedruns jetzt schon. Wir haben noch nicht mal die 3 Stunden voll. Also 5. Okay. Verschwenden wir noch ein bisschen Zeit, wo ich es gerade sage. Also, das probieren wir nochmal. Wir haben noch nicht mal 3 Stunden voll. Das heißt, wir haben noch 2 Stunden für den Schlusskampf gegen den Hollow Knight. So schwer ist er dann auch wieder nicht. Wir sind nach wie vor gehandicapt. Sowohl was das Timing angeht, ich hier mit meinem Fernseher, als auch vor allem mit 5 Masken und einem sehr schlechten Nagel und wenig Zaubersprüchen. Immerhin haben wir den Desolate Dive, der hat uns jetzt bei diesem Split hier fast nichts geholfen, weil das Schwierige bei diesem Split waren die fliegenden Mantises. Da hilft der Desolate Dive nichts. Aber wir haben es ja trotzdem geschafft, sehr schnell, sehr effektiv. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's dem Hollow Knight an den Kragen. Nächstes Mal holen wir uns das Speedrunning Achievement. Beziehungsweise 2 davon, weil wir es ja unter 5 Stunden schaffen. Es gibt 1 unter 10, 1 unter 5. Und dann haben wir Hollow Knight abgeschlossen und gucken mal, was es an neuen Ufern gibt. Ja, hier verschwindet jetzt noch das letzte Siegel. Die Tür geht auf, man hört ihn schon schreien. Nächstes Mal sehen wir, wer da hinter der Tür wartet. Für dieses Mal mache ich hier Schluss. Wir müssen jetzt eigentlich noch zurück zur Stack Station. Aber das machen wir nächstes Mal. Aufgewacht und tschüss. Danke fürs Zuschauen.